Wir sind gestern in Almansa und wir sind heute weiter ins Mainland von spanischem Weinschaffen vorgestoßen. Wir sind jetzt in Jumilla. Und zwar, wir sind hier in einem der ältesten Rebberge von Juan Gil. Da ist, da gehen wir nachher gleich anschauen. Da wächst der Monastrell, 85-jährige Rebstück für den ganz berühmten, grossartigen Blue Label. Wir haben blaue Türen, wir haben blauen Himmel, es ist fantastisches Wetter, es ist recht kalt, es ist sehr blendig. Wir gehen ein bisschen darüber schauen, wo das wächst. Wir reden vielleicht an der Stelle mit dem Juan Manuel. Darf schon ein bisschen mehr sein. Was so lange reift und so lange wächst, schon so lange da ist, darf auch in einem grossen Glas dunkel werden. Man sieht jetzt hier im wahnsinnig knorrigen Alter, sind sie ganz tief am Boden gehalten. Das hat vor allem damit zu tun, damit das Wasser kann genutzt werden kann. Wir haben hier wirklich ein sehr, sehr trockenes Gebiet. Das wird hier auch nicht null bewässert, das ist ja verboten. Und damit die Trauben wirklich rausholen, darum sind die ja so weit voneinander entfernt, damit das geht. Wie gesagt, wir haben hier wächst der Blue Label, das ist der Monastrell vom Blue Label. Das sind, haben wir da etwa sicher 60%. Und man hat das Gefühl, man schmeckt auch die Steine, man schmeckt das Land. Es ist fast berührend zum da sein, wenn man das so kann erleben. Es ist also noch besser, als ich jetzt da rede und töne. Und das ist natürlich etwas, was wir bei uns meistens haben. Sie können das also auch daheim geniessen. Oder Sie kommen mal auf Jumilla. Können Sie sich auch anschauen. Salut!